Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zur Bundesliga EM Studio. Heute ist es ein bisschen verwaist, ihr seht es, aber zumindest digital werde ich hier aufgefüllt von Nico. Das ist mal so. Ey, nach 15 Jahren Fernsehen habe ich es immer noch nicht geschissen bekommen, dass es hier seitenverkehrt ist. Hier ist natürlich Nico und hier ist Tobi. Und mit den beiden werden wir heute natürlich ausführlich über die Halbfinals sprechen, aber auch einen Blick vorauswerfen auf das Finale. England gegen Italien. Kürzeste Intro der Sendegeschichte, aber trotzdem eines, was einem im Gedächtnis bleiben wird, weil es sehr wohl klingt ist. Freut mich sehr, dass ihr da seid, ihr Lieben. Bald haben wir es geschafft. Dieses Turnier nähert sich ihrem Ende. Ein Spiel bleibt noch, zwei bleiben aber zusätzlich noch zu besprechen, nämlich die beiden Halbfinals. Und ihr Lieben, Tobi und Nico, ich begrüße euch sehr herzlich. Wir werden beginnen mit dem Jüngeren der beiden Halbfinals, denn das ist tatsächlich noch ein bisschen besser im Gedächtnis. Gestern Abend packendes Spiel, England gegen Dänemark. Wir werden dieses Spiel aufzäumen, wie es sich gehört, ein bisschen chronologisch. Aber es gibt natürlich eine Situation, mit der können wir direkt mal anfangen. Weil sie eine Situation ist, die dieses Spiel entschieden hat und die mich gestern wirklich komplett abgefuckt hat. Ich sag's, wie es ist. Ich habe mich da richtig drüber aufgeregt. Und zwar ist die Rede natürlich von der Elfmetersituation. Man kann zwar sagen, England war die bessere Mannschaft, da kommen wir gleich zu. Was? Du hast den Gag liegen gelassen. Den hat doch Marc extra für uns vorbereitet. Ach shit, das war ein vorbereiteter Gag von Marc. Sollen wir das alles nochmal machen? Warte, ey. Ja, mach mal, geh nochmal raus. Und zwar, ich möchte mit euch zu Beginn über eine Szene reden, die mich richtig abgefuckt hat. Sie hat am Ende das Spiel eventuell mitentschieden und die Rede ist natürlich von dem nicht geahndeten Rückpass. Warte, hab ich hier. So, nein, also wir wollen natürlich über diesen Elfmeter reden. Den ziehen wir als erstes mal raus, diskutieren über den und dann gucken wir uns den restlichen Spielfilm nochmal gemeinsam an. Dieser Elfmeterpfiff in der Verlängerung entstand durch, jetzt gehe ich schon fast in die Bewertung, durch einen Dive durch einen leichten Kontakt an Raheem Sterling, der zu Boden ging und dann gab es einen Elfmeter. Bevor ich da jetzt einen Monolog zu halte und mich von meiner emotionalen Welle hier über den See, der diese Sendung ist, peitschen lasse, frage ich erstmal euch, Nico, wie hast du die Situation gesehen? Also, ich war, weil ich mich so fest versteift habe auf das von mir vorausgesagte Finale Italien gegen England, schon so die ganze Zeit, dass ich gedacht habe, England muss jetzt auch das Tor schießen, damit das klappt. Aber natürlich genauso wie jeder andere emotional bei den Dänen, dass ich während des Spiels dann mich dabei ertappt habe, wie ich dann immer mehr gehofft habe, dass sie das doch schaffen. Und war natürlich maßlos getroffen von dieser Entscheidung und habe aus allen Blickwinkeln, genau wie du, darauf geachtet. Habe mich dann aber relativ schnell dabei ertappt, dass ich mich an all das erinnert habe, was ich hier über die Jahre gelernt habe, inklusive Fernsehübertragung, dass man halt hier so auf die Kleinigkeiten achten muss. Und habe dann relativ schnell diesen einen Kontakt gesehen, der irgendwo auf der Leitung zwischen, wo sitzen die in Genf und Rom oder so und London die Entscheidung darüber getroffen haben, dass das dann jetzt doch keine hundertprozentige Fehlentscheidung ist. Außerdem kennt da einer einen, der das gesehen hat, dass es doch einer war und deswegen ist es ein Elfmeter und so. Und dann habe ich mir das irgendwie versucht, schön zu reden. Aber ganz rein emotional und ist das einfach, das war Neckbreaker fürs ganze Spiel. Das hat richtig wehgetan, obwohl ich, wie gesagt, gar nicht so deep drin war. Mhm. Tobi? Ja, war eine Fehlentscheidung. Das ist so lustig. Man kann natürlich das so beschreiben und dann eigentlich im Prinzip die Tür auch wieder zumachen. Aber man kann natürlich auch ein bisschen emotionales Fleisch noch ein bisschen ranpacken. Du weißt schon, wen du da gefragt hast eben gerade, ne? Ja, emotionales Fleisch, ich weiß ja, was dazu ich bei packen. Euch bekomme. Übrigens an dieser Stelle noch ganz kurz, lieben Gruß an Eddie, der ist leider krank heute. Deswegen fehlt er. Wir werden versuchen, das zu kompensieren. Und da kommt dieser Elfmeter ganz gut, weil da kann ich natürlich noch mal ein bisschen Emotionen so ein bisschen auch reinschmeißen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das nie und nimmer ein Elfmeter. Raheem Sterling
läuft in die Leute rein, er sucht den Kontakt, er geht im Prinzip schon, bevor irgendwas passiert, was ursächlich sein kann für diesen Sturz, ist der Körper schon in den Sturz reingetaucht. Also man sieht ja schon, bevor da irgendwas passiert, das ist das, was er will. Der Körper geht schon runter. Nie im Leben ist da irgendeine Berührung ursächlich für diesen Sturz. Und ich finde auch diese Diskussion ein bisschen albern, weil es wird ständig im Strafraum gibt es Berührungen, Körper, die aneinander schabbern. Du könntest bei jeder Ecke einen Elfmeter geben, weil du bei jeder Ecke eine Berührung findest, wo du sagst, oh, da ist eine Berührung. Der berührt ihn unten am Knie. Das heißt, sobald du eine Berührung spürst, musst du einfach nur runtergehen und hinterher sagst du im Interview, ja, da war ja eine Berührung da und deswegen ist das schon korrekt, der Elfmeter. Bullshit, das war einfach eine Schwalbe. Das war natürlich so eng gestellt, dass du natürlich da eine Berührung hinkriegst. Natürlich schabbert das Bein an ein anderes Bein, aber das ist für einen Elfmeter in jeder Situation zu wenig, aber es ist insbesondere in der Situation zu wenig, weil das Halbfinale eine Europameisterschaft ist und die Verlängerung und der Schiedsrichter genau weiß, in dem Moment, gerade bei den physischen Unterschieden dieser beiden Mannschaften, wusste er, er entscheidet mit dieser Aktion das Spiel. Und es ist mir völlig schleierhaft, wie man das nicht nochmal überprüfen kann. Selbstverständlich kann es passieren, dass man eine Situation falsch bewertet. Und da würde ich auch nie im Leben dem Schiedsrichter einen Vorwurf machen, weil wenn du das so siehst, klar, dein erster Impuls kann sein, das ist ein Elfmeter. Aber in so einer Situation muss man so einen Elfmeter überprüfen, gerade weil das so eine wichtige Situation ist in dem Turnier. Und dann muss der VAR sich das anschauen. Und ich verstehe nicht, wenn der VAR sich das anschaut, wie man zu dem Schluss kommen kann, dass man sagt, ja, das ist klar, das ist ein Elfmeter, das lassen wir so. Dann muss das Mindestes doch, dass man sagt, weil guck's da dir doch eine mal Berührung an. Ist. Ja, aber Leute. Weil da eine Berührung ist. Und ja, ich bin noch, wir sitzen hier alle im gleichen Boot. Aber wenn du dir das mal anguckst, dann ist da eine verdammte Berührung. Und wenn er diese Entscheidung getroffen hat, zu pfeifen, dann musst du ja irgendwie Argumentationskette führen, die zu 51, 49 Fehlentscheidungen führen, damit du die wegnimmst. Wenn du bei 50-50 stehst, dann bleibt es bei der Entscheidung, die der Schiedsrichter getroffen hat. Und genau an diesem Feld waren wir offensichtlich. Plus den Fakt, und da frage ich den Fußballer in dir, und jetzt komm mir bitte nicht mit dem komplett Ehrlichen, wenn du mit deinem Team in dieser Situation stehst, da sind wir bei Sterling, und dir wird quasi die Chance auf einen Elfmeter so präsentiert, dann ist es doch auch klar, dass er auch ein kleines bisschen sinkt und darauf hofft, dass er irgendwo getroffen wird, was dann wiederum eine, also was sagen würde, die paar Prozent mehr gibt dafür, dass die Situation aussieht wie ein Foul. Ihm das zu unterstellen, dass er absinkt vorher, das kannst du ja auch in der Situation nicht komplett. So, er ist schnell und er fällt nach vorne. Und dann nimmt er dankbar an, was er bekommt. Naja, also erstmal habe ich ja, muss auch darauf. Ja, antworte du gern, Tobi. Man muss aber auch aufpassen, dass man den Fußball nicht zu klinisch reinmacht. Also, dass es ja auch noch sowas okay sein sollte, wenn er da den Elfmeter annimmt. Ich finde, da müssen das wir den Schiedsrichter mit reinnehmen. Das meine ich. Ja, genau, ich weiß, wollte dich nur unterstützen, weil das eine riesige Chance ist, dass das ein Halbfinale ist und dass da eine Berührung da ist, das sehe ich alles auch so, und dass er dann fällt und den Elfmeter haben will, das ist für mich jetzt nicht die größte Unsportlichkeit aller Zeiten. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht so einen total klinisch reinen Sport und jede kleine, wenn er versucht, das Spiel für sich mit nicht 100% legalen Mitteln zu entscheiden, ist dann gleich der Weltuntergang. Nein, ich sehe da den Schiedsrichter in der Pflicht. Der muss in einem Halbfinale, in der Nachspielzeit, in der Verlängerung, auch ohne, dass der Videoassistent was sagt, einfach mal sagen, okay, ich gehe jetzt nochmal mir das angucken, einfach, weil ich das Ding hier sonst nicht entscheiden möchte. Und dann ist es auch okay. Dann beschwert sich kein Spieler, kein Verantwortlicher, niemand beschwert sich darüber, wenn er das macht. Das ist nämlich der Punkt. Da bin ich nämlich 100% bei dir. Für die komplette Welt, die zuguckt, einfach diese 50 Meter bis zum Fernseher zu laufen, um da nochmal raufzugucken, hätte ja das ganze Gefühl rund um diese Situation auch verändert. Dann bist du fassungslos darüber, dass er offensichtlich anderer Meinung ist als du. Aber so läuft ja das, was du da sagst, Nils, das Gefühl, dass sie das ja überhaupt sich gar nicht angeguckt haben. Was ja auch Quatsch ist. Da sind ja trotzdem Leute, die sich das, da will ja nicht nur einer im Keller sitzen mit einem Getränk in der Hand und mal kurz Video nach vorne und zurück schon, die werden ja auch da drauf geguckt haben und werden sie mitgeteilt haben. Das heißt, es wird ja schon kontrolliert. So, nur natürlich gibt es dann, und das habe ich dann, ich habe zum Beispiel bei Magenta geguckt, die verschiedenen Arten der Interpretation von dem, wie du das siehst. Und wenn du dann Ittrich hörst und er sagt ganz klar kein Elfmeter, genau wie du das auch sagst, aber der Schiedsrichter ja heute wahrscheinlich noch bestätigen wird, dass er auch nach Betrachtung der Bilder immer noch der Meinung ist, dass es ein 51-49er Elfer ist, dann bleibt das auch so. Ja, also nochmal zu Beginn deiner Frage, ich habe ja Sterling eigentlich gar nicht groß erwähnt. So, weil, klar, das macht er halt, er ist Fußballer, machen wir uns keine Illusionen.
Die versuchen immer irgendwie das Regelwerk so auszunutzen, dass sie es irgendwie zu ihrem Vorteil auslegen und nicht dabei erwischt werden. Das gehört zur Geschichte des Fußballs dazu. Da jetzt Raheem Sterling an den Pranger zu stellen, wäre natürlich falsch, weil er ja nichts anderes macht, als in der Geschichte des Fußballs tausende Fußballer vor ihm gemacht haben. Das Ding ist, der VAR wurde ja genau auch für solche Situationen eingeführt, um spielentscheidende Szenen gerechter zu gestalten. Und das ist die Definition einer spielentscheidenden Szene. Und sich das dann nicht nochmal anzugucken. Und jeder hat doch gesehen, dass der Sturz nicht ursächlich war von der Berührung. Das werde ich nicht verstehen. In so einer Situation. Da fehlt mir die Demut, da fehlt mir die Fokussierung auf das Wesentliche. Nämlich das Wesentliche ist nicht, dass der Schiedsrichter aus dem ersten Impuls heraus eine richtige Entscheidung trifft und davon nicht abrücken will. Darum geht's nicht. Das geht eben darum, dass man die richtige Entscheidung trifft, die gerechte Entscheidung trifft, sonst braucht man den VAR überhaupt nicht. Und in dem Moment war das einfach kein Elfmeter. So, und da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Und ich glaube, wenn der Schiedsrichter sich das angeguckt hätte, dann hätte er auch zu keiner anderen Meinung kommen können. Und da finde ich, da muss ein Schiedsrichter auch vom Mindset her die Demut haben, zu sagen, ich korrigiere mich selbst. Weil es geht hier nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich der geilste, unfehlbare Typ bin. Es geht darum, dass es die richtige Entscheidung ist. Und es war eine falsche Entscheidung. So, meine Meinung. Aber gibt es jemanden, der anderer Meinung ist? Also ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Der Schiedsrichter, ja. So, das wollten wir zu Beginn. Und einmal abgestimmt. Union Engländer. Ja, aber gerade die Engländer, ja, die sich immer dafür rühmen, dass sie diejenigen sind, die das nicht nötig haben, wo immer gesagt wird, ja, wenn du in England eine Schwalbe machst, dann pfeifen deine eigenen Fans dich aus und du bist Persona non grata in der ganzen Premier League. Das ist doch das, womit die auch immer sich abfeiern. Und ich verstehe, klar, natürlich, das große Ganze zählt. Wenn Deutschland das passiert wäre, würde ich mich auch in erster Linie darüber freuen, dass sie im Finale sind. Da braucht man auch nicht rumheucheln. Aber du brauchst dann auch nicht mehr so tun, als wenn du der Schutzpatron des fairen Fußballs bist, wenn du dann sowas mitnimmst und nicht mal dann in der Rückbetrachtung sagen kannst, ja, okay, das war eine Schwalbe und das hätte so in der Form nicht passieren dürfen, wir nehmen es aber trotzdem gerne mit, so ehrlich sollte man dann zumindest sein. Ja, das ganz, ganz lustig ist, ich habe nicht so viel auf Social Media geguckt, oder Twitter oder sowas zu dem Spiel, aber mein Freund Pillow hat mir relativ schnell geschrieben, it's diving home. Das fand ich. Das hat Max Jakob Ost auch geschrieben. Ja. Direkt, also ich schätze mal, er war der Erste, weil er es wirklich unmittelbar nach der Aktion geschrieben hat. Großartiger Tweet. Also der hatte auch nach ein paar Minuten schon 8000 Likes. Vielleicht ist er viral gegangen bei guten Max. Muss man ja gleich nochmal checken. Ja, krass, das gucke ich mir nochmal nach, weil ich weiß gar nicht, ob Pillow bei Twitter ist. Dann, mal gucken, ob er Urheberrechtsverletzung betrieben hat. Ja, so, ihr Lieben, schreibt mal gerne in die Comments, wenn ihr dieses Video als VOD schaut, was so eure Meinung ist. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das so seht. Wir wollen jetzt noch mal uns dem übrigen Spiel widmen, denn natürlich gab es nicht nur diesen Elfmeter, das war der Aufreger und auch der Entscheider in diesem Spiel. Aber davor ist ja auch noch ein bisschen was passiert. Tobias. Ich möchte eine These in den Raum werfen, dass der Elfmeter für England tatsächlich im Nachhinein auch bescheuert ist. Also der ist nicht nur für Dänemark bescheuert, für den Schiedsrichter, für die Gerechtigkeit, sondern für England auch. Weil ich das Gefühl hatte, die hätten auch ohne diesen Elfmeter das Ding noch gewonnen. Es ging ja von 60 Minuten an eigentlich nur noch auf ein Tor. Die Dänen haben überhaupt keine Entlastung mehr bekommen. Die haben gewankt auf ihren Beinen, die waren komplett K.O. Und die Engländer haben sie dann so lange zurechtgelegt, bis sie dann irgendwann diesen Elfmeter bekommen haben. Aber ich glaube, auch sonst hätten sie noch 3, 4, 5 gute Chancen rausspielen können. Da gebe ich dir völlig recht. Aber ich erinnere an ein Spiel, zum Beispiel Relegation Karlsruhe SC gegen HSV. Ja, ich weiß, Nils schafft es wieder, irgendeinen Querverweis zum HSV zu ziehen. So ist das halt, Leute. Da reden heute alle über einen Freistoß von Manuel Gräfe, der diskussionswürdig war. Und es war kein Elfmeter, es war ein Freistoß. Und da war der HSV, genau wie England, auch drückend überlegen, hatte Chance nach Chance. Da sagt auch keiner, ja, das Tor wäre, gut, war ein bisschen später im Spiel, sagt aber auch keiner mehr, das Tor wäre noch gefallen. Das weißt du nämlich nicht. Das ist nämlich Spekulation. Klar, England war hoch überlegen. Dänemark war stehend K.O. Und man hatte das Gefühl, es ist eine Frage der Zeit, bis einer reinrutscht. Aber es kann genauso gut sein, dass Dänemark das schafft, mit seinen großen Leuten da hinten drin, 15 Minuten, und es war ja nicht mehr lange zu spielen, diese 15 Minuten der zweiten Halbzeit der Verlängerung noch zu verteidigen, sich ins Elfmeterschießen zu retten, das ist ja auch genauso realistisch. Deswegen kann man das, finde ich, jetzt nicht als gesetzt sehen. Ne? Ja. Punkt. So. Ja.
Lass uns mal über das Spiel zuvor. Ja, genau. Wir machen das wie in so einem guten Film. Erstmal beginnt hier diese Action-Szene. Man steigt mitten ein in die Action-Sequenz. Und dann kommt irgendwie 2 Wochen zuvor. Und dann geht's wieder ruhig los. Und das machen wir jetzt auch. Schnitt 2 Wochen zuvor oder 2 Stunden zuvor, nicht ganz. Beginnen wir mal mit dem Spiel von Null. England ist natürlich als Favorit ins Spiel gegangen. Und was interessant war schon vorab, ist, wie wird England sich taktisch aufstellen. Man hat ja gegen Deutschland in der Fünferkette gespielt und gegen Dänemark war es jetzt wieder eine Viererkette, also das System der Vorrunde. Saka ist wieder reingekommen, für den musste Jadon Sancho zurück auf die Bank. War das für euch so erwartbar oder hatte das große Überraschung? Das Gleiche könnt ihr natürlich auch über Dänemark gerne sagen. Deutschland fällt runter. Was soll das denn? Habt ihr es gesehen? Deutschland. Ich hätte in meiner Vorschau tatsächlich erwartet, dass England mit Fünferkette beginnt. Mhm. Weil ich gedacht habe, okay, sie gehen da noch mal auf die Stabilität, sie nehmen den zusätzlichen Mann hinten rein, haben sie dann nicht gemacht. Dass Saka wiederum vor Sancho vorgezogen wurde, das hatte ich erwartet, weil Saka noch mal im Spiel gegen den Ball einen Ticken besser als Sancho. Und das wurde auch sehr intensiv genutzt von den Engländern. Die haben sehr stark darauf geachtet, dass Mele nicht allzu viele Offensivakzente setzen kann. Da hat Saka einen wichtigen Beitrag zu geleistet. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, dass die Dänen da mit ihrer Fünferkette ein bisschen Ticken defensiver standen, als dies die Engländer mit ihrer Viererkette taten. Ja. Und England ist gut reingekommen ins Spiel, haben von Anfang an Power gegeben. Man hatte auch so das Gefühl, okay, die Zuschauer, es war mein Gefühl, so jetzt sieht man wieder, welchen Unterschied die Zuschauer machen. Weil wenn du in so ein Halbfinale reingehst und vielleicht eigentlich vom Trainer die Anweisung bekommst, pass auf, wir machen das hier klinisch, sachlich, wir sind die bessere Mannschaft, wir haben Geduld, wir sezieren die irgendwie mit unseren individuellen Qualitäten. Nö, wenn du halt einfach so ein Wembley-Stadion nach 1,5 Jahren Pandemie fast wieder voll hast und die Zuschauer drehen völlig am Rad, dann kann man, glaube ich, gar nicht sachlich bleiben. Dann muss man da auch einfach Vollgas reingehen in so eine Partie. Das hat England auch gemacht, aber Dänemark ist nicht, also sie sind nicht gefallen, sie haben vielleicht ein bisschen gewankt und dann hat sich das Spiel mit der Zeit ein bisschen beruhigt und dann war es tatsächlich Dänemark, die dann auch besser aufkam, die dann auch Akzente setzen konnten und die dann eben nach einem Freistoß ein wunderschönes Tor geschossen haben zu nur 1-0 und das war tatsächlich der erste Gegentreffer, den England kassieren musste in diesem Turnier. Wie ist denn diese Mannschaft nach dem ersten Rückstand damit umgegangen? Ich fand, die sind sehr gut damit umgegangen. Man hatte ja noch die Zweifel und die Frage, ob sie das auch können, ob sie, wenn sie nicht mehr auf Stabilität setzen können, ob sie dann diese Leistung bringen können. Aber ich fand, dann haben sie relativ schnell das Geschehen wieder dominiert. Kane war sehr präsent, hat sich häufig fallen lassen, hat dann aufdrehen können, weil Dänemark das auch nicht ganz so gut verteidigt hat. Die Verteidiger sind dann nicht mit rausgerückt und das Mittelfeld hat ihn zu spät aufgenommen, sodass er da gleich 2 oder 3 richtig gute Pässe in die Schnittstelle spielen konnte. Einer hat dann zum Ausgleich geführt. Und auch danach fand ich, dass die Engländer mit jeder Minute besser ins Spiel kamen. Außenverteidiger sind weiter vorgeschoben, die Außenstürmer ein bisschen zentraler gespielt. Die haben Dänemark dann spätestens in der zweiten Halbzeit komplett hinten reingedrängt. Da muss man schon, auch wenn es am Ende natürlich glücklich war, wir haben den Elfmeter jetzt ausführlich besprochen, aber man, nach dem Rückstand haben sie den Charaktertest auf jeden Fall bestanden, haben danach einen Gang hochgeschaltet. Ja, das stimmt, sie haben Gang hochgeschaltet. Man muss dazu aber auch sagen, dass Dänemark irgendwann auch wirklich platt war, und zwar relativ früh im Spiel. Und da mal die Frage an euch. England hat eigentlich eine Heim-Europameisterschaft. Die haben jetzt ein Spiel gegen die Ukraine, glaube ich, war es, nicht zu Hause im Wembley ausgetragen. So, das heißt, sie haben nicht nur diesen Heimvorteil, sondern im Gegensatz zu einem herkömmlichen Turnier haben die Mannschaften neben England zusätzlich noch diese Reisestrapazen. Denn wenn du zumindest bei einer Europameisterschaft, außer wenn sie in Russland stattfindet vielleicht, hast du keine weiten Wege. Weil in Europa die Länder relativ klein sind. Und dann ist es für alle gleich. Weil auch selbst für die austragende Mannschaft die Stadien nicht immer dieselben sind und sie auch zumindest innerhalb des Landes ein bisschen rumreisen müssen. So, jetzt hatte Dänemark, waren die nicht in Baku oder so? Die hatten eine richtig weite Reise, ja. Das kommt ja noch mal obendrauf. Also, dass sie nicht nur auswärts spielen, vor Auswärtsfans, sondern sie haben auch noch diese Reisestrapazen in den Knochen. Jetzt ist leider Ralf nicht da als Profi, der das vielleicht ein bisschen besser beurteilen könnte. Was glaubt ihr, welchen Faktor hatte dieser Umstand
dass Dänemark so früh platt war? Die Frage hätte ich gerne hier in die Runde geworfen, weil die Anzahl der Spiele, die ich habe da irgendeine Statistik gesucht, die englischen Spieler gemacht, die waren ja höher. Und ich kann mich hier in irgendeiner Runde daran erinnern, dass wir genau darüber mal gesprochen hatten, dass es da schon gravierende Unterschiede in den Teams gibt, wer wie viele Spiele ausgetragen hat und welche Spieler wie weit gekommen sind. Ich weiß aber nicht, ob am Ende dann auch solche emotionalen Faktoren wie das, was England, und jetzt wird's ein bisschen Kaffeesatzleserei, ne, aber das, was England, was Dänemark nach Spiel 1 in diesem Turnier gemacht hat, ist ja überall immer mental bis ans Äußerste gegangen zu sein. Und das ist noch ein bisschen was anderes als ein wichtiges Spiel spielen. Ich hatte einige Male das Gefühl, dass die schon vorher auch und im letzten Gruppenspiel auch schon emotional relativ auf dem letzten Zahnfleisch durch die Gegend gelaufen sind. Kann es mir aber nicht inhaltlich erklären. Das, wie gesagt, ist rein so ein bisschen ein emotionales Gefühl, das ich hatte. Ich finde, dieses Heimargument ist ein bisschen krude, muss ich sagen. Weil es gibt bei Turnieren immer Mannschaften, die einen Heimvorteil haben. Und wenn Deutschland eine Gruppe sich besser angestellt hätte und auch im Achtelfinale sich besser angestellt hätte, dann hätten wir auch vier von fünf Spielen bis zum Viertelfinale im eigenen Stadion austragen können. Also es ist ja nicht so, dass das nur England möglich gewesen wäre. Was halt wirklich unfair ist, sind die Reisedistanzen. So, dass halt Dänemark im Viertelfinale von Amsterdam nach Baku fliegen muss, dann da das Viertelfinale spielt, dann wieder am nächsten Tag nach London rüber und da dann nach drei Tagen wieder ran müssen. Das ist ein echter Nachteil und das ist auch echt schlecht von der Planung gemacht, muss man im Nachhinein ganz klar sagen. Ich finde noch einen anderen Faktor, wenn man mal Dänemark, sich England anguckt und ich, guck mal, da sind wir auch wieder bei den Nationen und den Klischees, denn England gilt immer als die Mannschaft, die bei Turnieren die Flatter kriegt, wo irgendwann irgendwelche Mythen wieder eingreifen und sie ja keine Elfmeter schießen können oder was auch immer passiert und also dass am Ende England als Verlierer dasteht. Und diese Mannschaft ist ja zum einen so jung, was ja in den Generationen vorher auch ist, immer schon mal ging, aber offensichtlich so weit weg von all dem, was man über Medien mythenhaft noch um Nationalmannschaften ranken möchte, dass die offensichtlich mental ganz anders in dieses Turnier gehen, als das vielleicht eine englische Mannschaft hier vorher gemacht hat. Und entsprechend stehen die auch so selbstbewusst auf dem Platz. Ich meine, wenn Deutschland gegen England gespielt hat, solange ich in meinem Leben diese Fußballspiele gucke, habe ich, mal abgesehen von einem Spiel in München, immer englische Mannschaften gesehen, die irgendwann Angst gekriegt haben. Diese Engländer haben keine Angst gekriegt. Die waren einfach die ganze Zeit da und haben auf ihre Chance gelauert. Und genau diese Engländer haben auch Dänemark, als sie gemerkt haben, das Reh fängt langsam an zu lahmen, haben sie die halt noch lang gespielt, solange sie konnten, um die Situation zu nutzen, wenn sie dann da ist. Ja, da gehe ich dem wirklich mit, auf jeden Fall. Denn, also was wir jetzt hier machen, wir suchen ja schon so ein paar Faktoren oder Gründe heraus, warum dann gerade ab der vielleicht 60. Minute oder so der Unterschied immer größer wurde. Und das ist ja natürlich auch durch die fehlende Kraft bei den Dänen zustande gekommen. Denn vorab war es ja schon, da waren die Engländer schon ein bisschen besser vielleicht, aber es war schon auch auf Augenhöhe. Und man hat gesehen, die Dänen konnten auch gerade über Standardsituationen und so weiter für Gefahr sorgen. Und dann ist es mit der fehlenden Kraft gekippt. Ja, und bei England hatte man das Gefühl, die könnten noch eine halbe Stunde weiterspielen. Die haben ja auch kaum gewechselt. Also Dänemark hatte ja relativ früh sein Wechselkontingent ausgeschöpft. Und England musste das gar nicht, weil da gar kein Kräfteverschleiß zu beobachten war. So, deswegen ist natürlich schon die Frage, inwiefern dieser Kräfteverschleiß durch die Umstände, die ja nun mal unterschiedlich sind, hervorgerufen wurde, berechtigt. Dass am Ende des Tages England das Spiel verdient gewonnen hat, steht für mich außer Frage. Sie waren die bessere Mannschaft, gerade dann im späteren Verlauf und auch in der Verlängerung. Nicht umsonst hat dann später auch England da 3 Minuten da den Ball hin und her schieben können, weil Dänemark war einfach komplett tot. Also es war ein verdienter Sieg. England war die bessere Mannschaft. Starke Leistung, verdient im Finale. Aber wie gesagt, es gibt schon, finde ich, dann auch Gründe, die man rausarbeiten kann. Kann man noch mal vielleicht aber zu England zugute sagen, dass sie ja auch deswegen nachher Kräfte hatten, weil sie eher Viertelfinale relativ früh entschieden hatten, da konnten sie Kräfte sparen. Sie mussten in der Gruppenphase am Ende nicht bis zum Schluss durchziehen. Sie haben ja auch schon die Körner ein Stück weit erarbeitet, wohingegen Dänemark
wirklich schweres Spiel hatte gegen Russland, letztes Gruppenspiel, wirklich langes, schweres Spiel gegen Tschechien, haben die Engländer sich dadurch einen Vorteil erarbeitet, dass sie andere Spiele früh entschieden hatten. Ja, insbesondere gegen die Ukraine, ne? Das war relativ wichtig, da konnten sie auch früh wechseln, das war durch. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Vorteil gewesen, ja. Ja, genau, und es gibt zwei Fragen, die mir noch offen sind, Herr Escher, als Experte hier in dieser Runde. Das ist doch bestimmt auch eine Truppe, die wahrscheinlich in den, also die Engländer, die in den U-Nationalmannschaften Titel gewonnen haben, oder? Ich erinnere mich daran, dass England zumindest häufiger mal weit gekommen ist. Kann das irgendjemand von euch bestätigen? Müsste ich mal kurz nachgucken, aber ja, da war doch mal eine sehr gute U20-WM dabei, bin mir aber gar nicht sicher. Okay, also wer weiß, ob da vielleicht irgendwas von überbleibt, dass damit auch noch ein ganz anderer Spirit in so eine Mannschaft kommt. Ich finde es eh ganz interessant, dass das siehst du ja bei Deutschland ganz genauso oder auch Frankreich, dass so bestimmte Fußballmythen von den Großen und den Kleinen immer mehr zur Seite gewischt werden, weil da einfach so viele junge Talente hochkommen, die noch nie davon gehört haben und jetzt vollkommen scheißegal ist. Mhm. Und ja. Die zweite Frage, die ich aber hier, die musst du ja beantworten, ob Dänemark überhaupt taktisch irgendeine Lösung hätte finden können gegen das mentale Übergewicht und auch irgendwie körperliche Übergewicht von England. Weil sie haben ja dann irgendwann, habe ich die Mitte wieder weiter kompakter gemacht, hatte ich das Gefühl. War auf jeden Fall da ein bisschen zu. Aber es hat ja trotzdem dazu geführt, dass eigentlich kein Ball über der Mittellinie, also von dänischer Seite, irgendeinen Sinn ergeben hat über über lange Zeit. Lustigerweise habe ich heute in Taktikerkreisen gelesen, dass eben diese Umstellung auf ein 5-3-2 stark kritisiert wurde und auch die frühen Wechsel von Dänemark. Also, dass sie eben relativ früh dann gesagt haben, wir nehmen dieses 5-3-2, machen die Mitte zu, nehmen uns damit aber auch die Kontergefahr weg. Wir hatten das Thema ja in epischer Breite bei Deutschland gegen England, was das Problem des 5-3-2 ist. Kann man sich mal nachgucken, wann das will. Und ich fand das aber andererseits gar nicht so dumm, weil du halt gemerkt hast, dass diese Mannschaft K.O. ist. Und da hättest du halt jedes System spielen können. Und hättest du da offensiver gespielt, dann hätte England denen früher Tore eingeschenkt. Da ging es halt nur noch darum, Schadensbegrenzung und sich irgendwie ins Elfmeterschießen retten. Und das hat, dafür war das 5-3-2 dann gar nicht so schlecht. Ich hätte da jetzt keinen Weg gefunden, wie du diese Mannschaft wieder aufbauen kannst. Weil du hast ja auch gemerkt, da waren halt so teilweise komplett einfache Pässe, die sie dann nicht mehr an den Mann gebracht haben, weil sie es nicht mehr hinbekommen haben körperlich. Ja, absolut. Die waren wirklich dann stehend K.O. Man hat es gesehen, Delaney, der sich dann hat auswechseln lassen, da ging einfach nichts mehr. Und es gibt ja manchmal so Spiele der Spanier, wenn sie so viel Ballbesitz haben und den Gegner so laufen lassen, dass der dann irgendwann kräftemäßig gar nicht mehr in der Lage ist, überhaupt die spanische Hälfte zu penetrieren. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Engländer die Dänen so wirklich auf diese Art und Weise mürbe gespielt haben, sondern dass es wirklich eher an der Verfassung der Dänen lag, dass sie einfach nicht mehr die Kraft hatten, mehr zu gehen. Und deswegen ist natürlich tatsächlich auch, finde ich, die Frage, wie viel war das spielerische Dominanz der Engländer und wie viel war das tatsächlich eben der Kräfteverschleiß der Dänen? Und da ist dann vielleicht tatsächlich auch so die erste Halbzeit ein bisschen ausschlaggebend, weil da war das dann kräftemäßig zumindest auf Augenhöhe. Da fand ich die Engländer auch besser über viele Phasen. Aber die Dänen waren gefährlich und sie haben 1-0 geführt. Und deswegen glaube ich, dass es gegen Italien sehr interessant sein wird, wenn du gegen Italiener spielst. Die hatten jetzt auch einen Tag mehr. Die mussten zwar auch gegen Spanien, das werden wir gleich besprechen, ein hartes Match absolvieren, hatten aber dafür einen Tag mehr Regeneration. Und es bleibt wahrscheinlich zu erwarten, dass die Italiener kräftemäßig eher die Strecke gehen können als die Dänen. Da bin ich sehr gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Aber ich würde gerne noch mal auf den englischen Kader eingehen, Nico, weil du ja jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, da ist eine neue Generation, die diese Altlasten, die zum Klischee geworden und dann sich regelmäßig aus dem Klischee zur Wahrheit erneuern, dieses muss dadurch brechen können. Du hast da eine Altersstruktur, ich lese mal ein paar Namen einfach vor, ja, chronologisch geordnet nach Alter. Jude Bellingham 18, Saka ist 19, Phil Foden 21, Sancho 21, Reece James 21, Declan Rice 22, Mason Mount 22, Marcus Rashford 23 auch erst, Ben White 23, Calvin Phillips, der jetzt zu einer Größe im Mittelfeld ist, der bei Leeds spielt, ist auch erst 25, Grealish ist 25, Luke Shaw 25, Raheem Sterling, bei dem hat man das Gefühl, der spielt schon ewig, der ist auch erst 26. John Stones, Innenverteidiger 27. Harry Kane 27. Auch bei dem hat man das Gefühl, der ist schon ewig dabei. Der ist auch erst 27.
Und selbst Harry Maguire 28. Also das ist eine Mannschaft, die in der Form auch noch Jahre zusammenspielen kann. Und wenn die jetzt einen Titel holen und hungrig bleiben, dann haben sie es eben geschafft, dass sie dieses Klischee von diesem titellosen Engländer durchbrechen. Und dann kann das schon auch eine Ära prägen. Sie fallen natürlich in eine Zeit, wo auch andere Mannschaften, insbesondere Frankreich, eigentlich qualitativ eine Ära gerade prägen könnten. Aber sie könnten es schaffen, sich zumindest neben Frankreich so zu positionieren, dass es, ja, dass es eine goldene Generation ist, die eben auch goldene Titel oder silberne Titel in Form des Pokals nach Hause bringen. Dieser Mannschaft fehlt natürlich noch ein bisschen was. Das hast du auch bei dieser EM gemerkt. Aber was halt Southgate perfekt gemacht hat, ist, dass er eben all diese Klischees, die du ja gerade aufgezählt hast, die auch Nico genannt hat, dass er all das bekämpft hat. England hat wieder ein Elfmeterschießen gewonnen bei der WM 2018. England hat jetzt zweimal hintereinander das Halbfinale erreicht. Sie haben wieder ein Finale erreicht, erstmals seit 66. Und dass er jetzt den Spielern sagen kann, so, jetzt könnt ihr das alles endgültig vergessen. Und das hat er ihnen immer wieder gepredigt, dass die Geister der Vergangenheit nicht auch in der Zukunft gelten müssen. Und das haben sie jetzt sehr, sehr gut geschafft, eben diese Runderneuerungsprozesse hinzubekommen, nicht nur auf dem Feld, sondern auch in den Köpfen der Spieler. Wäre sehr interessant jetzt gewesen. Ja, Nico? Ja. Nee, mach du erstmal. Ich wollte nur noch mal sagen, also es ist natürlich jetzt alles so konjunktiv und so weiter, ne? Aber ja. Man fragt sich immer, was wäre, wenn Harry Kane hat den Elfmeter de facto verschossen. Da müssten wir ja auch noch mal drüber sprechen, weil der war leider etwas zu schlecht. Der hätte eigentlich ein bisschen besser sein müssen, weil dann hätte ihn wahrscheinlich Kaspar Schmeichel zur Seite gelenkt. Aber so hat er anscheinend versucht, ihn zu fangen, weil er eben so schlecht war, dass er gedacht hat, er kann ihn in dem Moment fangen. Und dadurch springt er ihm natürlich in die Mitte vor die Füße von Harry Kane zurück. Wenn er ihn nach außen hätte abprallen lassen, ja, auf Nummer sicher gegangen, dann wäre wahrscheinlich nichts passiert. Und dann wäre es interessant gewesen zu sehen, wenn die Engländer in der regulären Spielzeit einen Elfmeter verschießen und dann ins Elfmeterschießen gehen, ob dann nicht wieder dieses Klischee sich erneuert hätte, sozusagen, dass die Engländer keine Elfmeter schießen können. Ich finde übrigens, dass er den nicht zur Seite hätte schieben können. Nee? Nee, weil wenn du dir das anguckst, zu zentral? Ist es so, ja, auch zentral für ihn auf dem Körper, ne? Den konnte er gar nicht. Meine ich, Konnte ihn nur so wegschieben, was natürlich doppelt bitter ist, nachdem ich irgendwo noch gelesen habe, dass er während der Ausführung auch noch von einem Typen mit einem Laserpointer gedingst wurde und so. Also mehr Anti kannst du in so eine Fußballgeschichte nicht reindichten. Plus der Ball, der zweite Ball, der noch im Spiel war, was ja auch noch mal eine Kontroverse war. Ich habe Patrick Ittrich gehört, der hinterher dann gesagt hat, ja, das ist eine Ermessensentscheidung des Schiedsrichters. Was sicherlich regeltechnisch konform ist, aber wenn du halt in dem Moment wirklich ein Meter, zwei Meter neben diesem Ball da so in ein Duell gehst. Ja, aber weißt du, welche Erkenntnis ich daraus mitgenommen habe? Na? Weißt du, was du als Verteidiger machen musst, wenn Ball auf dem Feld liegt? Und eigentlich könntest du da jetzt, liebe Grüße an jeden Balljungen da draußen, ein Tipp für euch ab jetzt, wenn ihr in Heimspielen bei eurem Verein seht, dass es vorm Tor brenzlig wird, schmeißt einfach einen Ball aufs Feld. Weil wenn dann der Verteidiger sich nämlich um euren Ball kümmert und nicht um den eigentlichen Spielball, ist das der Grund, warum dann das Spiel unterbrochen wird. Weil es den Verteidiger maßgeblich in seinem Spielfluss gestört hat. Das kostet die Vereine erstens jede Menge Geld, weil da zahlst du Strafe für. Ja, Balljungen werden. Balljungen sind super, super reguliert und das muss schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel sein, wo du das tust. Aber hier würde ich gerade sagen, wie viel kostet das? Komm, lass uns handeln. Ja, aber selbst. Wie viel ist das wert oder Champions League Platz 4 in der Liga? Aber ich glaube, das macht auch keinen Schiedsrichter damit. Also, das ist auch so bescheuert, diese ganze zweite Ball-Diskussion. Ich würde jetzt gerne zu Italien und Spanien übergehen, weil da kommen wir halt in die Korinthen-Kackerei rein. Es hat halt niemand auf dem Feld gestört und solange es niemanden stört, ist es auch keine Sache so. Ich meine, da ist so eine riesige Fehlentscheidung. Ich hab's jetzt in einem Artikel geschrieben. Da ist so eine riesige Fehlentscheidung. Die Leute diskutieren, dass da ein zweiter Ball war. Das ist so, wie wenn du nach einem Raubüberfall auf einer Bank sagst, aber die haben falsch geparkt, die sollten wegen Falschparken jetzt aufgeschrieben werden. Ja, also es ging ja auch jetzt, wir wollten gar nicht tief in die Diskussion, es geht eher darum, dass es eine Verkettung vieler Kleinigkeiten ist, die dieses Tor dann nochmal unglücklicher machen, nämlich du hast diesen zweiten Ball, du hast die Schwalbe und du hast den eigentlich gehaltenen Elfmeter, der dann nochmal in die Mitte abspringt. Also dass es eine Verkettung von unglücklichen Situationen war, die das Ganze dann nochmal ein bisschen tragischer aus Sicht der Dänen machen. Ich glaube, darum geht's. Das, genau. Aber ich nehme trotzdem dein Angebot zur Überleitung,
gerne an, denn wir haben noch ein zweites Spiel. Und das war das erste Halbfinale. Und es war ein Leckerbissen. Italien gegen Spanien. Und wer den exklusiven Zugang in die Bundesliga-WhatsApp-Gruppe hat, der wird wissen, dass Tobias Escher frohlockte vor Entzückung über dieses Spiel. Woher kam denn diese Frohlockung? Ich hab ja gar nicht mit euch geschrieben, weil ich hatte zu tun. Ich okay, das es war jetzt eine Lüge. Es war eine Luftbrücke aus Lügen, die ich genutzt habe, um dir den Ball zuzuspielen. Wir können natürlich jetzt darüber Korinthenkackerei-mäßig, das ist wie bei einer Bank. Ja, das ist wie, da wird eine Bank überfallen und hinterher diskutierst du darüber, ob das Auto falsch geparkt war, anstatt diese Überleitung einfach anzunehmen. Das ist ja nett für dich. Ich wollte damit ausdrücken, dass ich dieses Spiel einfach über 120 Minuten aufgesogen habe, dass ich gar nicht auf mein Handy geschaut habe, großartig, und gar keine Zeit hatte zum Schreiben, weil das war halt Fußball auf anderem Niveau, auf höherem Niveau, so blöd es klingt. Jetzt wäre es schön, wenn die Leute das von dir selber in unsere WhatsApp-Gruppe gepostete Bild sehen könnten, dass es ganz gut porträtiert hat, wie ich mir auch bildlich vorstellen konnte, wie du da gesessen hast. Ich wusste nicht, ob du Popcorn zu Hause hast, aber mit großen Augen und den leuchtenden Fernseher anstarren. Dass du trotzdem hinterhältig mehr bei Twitter unterwegs warst als unserer WhatsApp-Gruppe, ist eine Sache, die wir, glaube ich, schon Nils im Kollektiv ein bisschen übel nehmen, dass dieses, was in so einem emotionalen Fußballmoment halt doch wieder nur nach den Klicks und der Reichweite herrschen, anstatt mit uns gemeinsam durch dieses großartige Spiel zu gehen. Aber es sei dir verziehen. Zum Spiel. Es war technisch einfach so ein hochwertiges Spiel. Ich will jetzt gar nicht, man kann da jetzt auch ganz viele taktische Sachen machen, aber ich fand es einfach auf technischem Niveau so beeindruckend, wie beide Teams wirklich versucht haben, den Ball zu bekommen und beide Teams auch sich gar nicht zunächst hinten reinstellen wollten, aber es jeweils immer sehr gut geschafft haben, mit flachen Pässen, mit zigtausend Pässen am Gegner vorbeizuspielen. Und gerade die Spanier haben da nochmal wieder so eine Lehrstunde gezeigt von dem, was sie nämlich können. Nämlich, wenn ein Gegner ankommt, eiskalt 3, 4, 5 Pässe und rumrum sind sie und der Gegner muss sich wieder zurückziehen. Und die haben ja zigtausend Pässe und die haben sich die Pässe da um die Ohren gejagt und haben trotzdem so gut wie nie einen Fehlpass gespielt. Ich fand das schon sehr beeindruckend, wie die Spanier aufgetreten sind, wie die Spanier es auch geschafft haben, dass sich die Italiener sukzessive weiter zurückziehen mussten und dann irgendwann gar nicht mehr wie diese offensiven Italiener aussahen, die wir bei dieser EM kennengelernt haben, sondern die sahen irgendwann wie diese klassischen Italiener aus, die am eigenen Strafraum ausharren und irgendwie versuchen, sich dem Gegner zu erwehren. Irgendwann hat Chiellini wieder das Ruder übernommen, der sonst immer seine Rasselbande immer vor sich rumfliegen sieht, aber da war er, glaube ich, in seinem Element. Betonmischer rausgeholt und dafür gesorgt, dass es ein bisschen nach Antifußball aussieht. Und trotzdem fand ich, war es eher so, ehrlicherweise, ich fange beides an. Trotzdem war es für mich ein großartiges Spiel, weil es auch ehrlicherweise ein bisschen überraschend war, finde ich, wie stark dominant die Spanier wiederum waren, was dem Ganzen so viel Druck gegeben hat, weil eben Italiener nicht so offensiv waren wie vorher, sondern sich wieder auf alte Tugenden, damit aber auf etwas besonnen haben, was ich halt am Fußball auch immer liebe. Und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die ein Problem mit Holland oder Italien oder England haben oder so. Ich will immer dieses Gefühl von diesem emotionalen Kampf, den eine Mannschaft mit einem gemeinsamen Ziel hat. Und das ist durch den Fernseher durchgetropft bei diesem Spiel. Mhm. Also ich war voll dabei. Was jetzt durch den Fernseher durchtropft, ist ein klitzekleiner Werbespot. Den machen wir, sind aber gleich wieder da. Ein Spot, bleibt dran, lauft nicht weg, starrt auf den Fernseher, gleich sind wir wieder da. Prost. Prost. Du, ich weiß, das ist unser erstes Date und da fragt man sowas nicht. Das interessiert mich aber. Wo bist du denn versichert? Wie bitte? Na, welche Versicherung du hast? Boah, keine Ahnung. Also da habe ich längst den Überblick verloren. Du hast mir doch gerade detailliert erklärt, wie du deinen Gegner bei League of Legends besiegt hast. Ja, also wie gesagt, ne, nach dem Babysit von unserem Jungler auf meiner Lane, da war ich schon ganz schön gefeedet, du. Da ist der Nexus freiwillig zersprungen, das kann ich dir verraten. Und bei FIFA kennst du den Wert jedes Spielers. Ja gut, mit Marco Reus bei einem Konter, der hat halt nur so eine 76er-Wertung beim Antritt und mit einer 74er-Sprintgeschwindigkeit, da kommst du nicht weit gegen so einen Davies mit einem 96er-Pace oder so. Meine Herren, du. Und Versicherungen sind dir zu kompliziert. Ja, wer soll denn da den Überblick behalten? Du, sorry, das wird mit uns beiden nix. Lad dir mal die Clark-App runter, trag deine Versicherung ein, dann passiert dir sowas Peinliches auch nicht mehr beim ersten Date. Ciao.
Einfach die Clark-App herunterladen, mit dem Code BEANS anmelden, 3 Versicherungen eintragen und einen 45€ Amazon-Gutschein sichern. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück bei Bonusdeck. Ich frage mich eigentlich die ganze Zeit, bezahlt Bella eigentlich die Rechnung, bevor sie geht? Oder sagt sie, Lars, selber schuld, du zahlst mein Essen jetzt auch? Ich bin nicht sicher. Das meinst, was? Du meinst, ob sie Deutsch zahlt? Deutsch zahlen? Im Ausland gibt es den Begriff, ob man Deutsch zahlen möchte. Wenn man das heißt, die Rechnung splittet, oder? Ja. Ah, das wusste ich gar nicht. Gibt es nur in Deutschland. Ja. Haben wir wieder eine Marke gesetzt in der Welt. Ist auch nicht schlecht. So, herzlichen Glückwunsch. Deutschland spielt keine Rolle mehr in diesem Turnier. Stattdessen Spanien und Italien, zumindest Italien noch, aber Spanien hat im Halbfinale eine gespielt und eigentlich eine sehr, sehr gute. Ihr habt es ja auch gerade schon gesagt. Spanien war eigentlich die bessere Mannschaft. War ein gutes Spiel, Italien war auch gut, aber Spanien hat zum ersten Mal so richtig die Muskeln gezeigt. Also sie haben vorher schon auch im Turnier, zumindest das dritte Spiel in der Gruppenphase war auch sehr überzeugend, aber man hatte nicht das Gefühl, das ist die Mannschaft, die jetzt hier durchs Turnier fegt. Das war, fand ich, ihr bestes Spiel, weil sie eben auch gegen einen Gegner gespielt haben, der sie gefordert hat. Und sie haben eigentlich abgeliefert. Und hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Hatten viele Chancen. Das ist ja immer geil. Ich finde das immer geil, wenn eine Mannschaft mit der Aufgabe wächst. Also wenn man halt merkt, okay, das ist jetzt Gruppenspiel, da sind die Spanier noch nicht so drin. Und dann hast du aber mit jedem K.O.-Spiel, hatte ich das Gefühl, dass sie mit der Aufgabe gewachsen sind. Und jetzt haben sie ihr Meisterstück abgeliefert, weil du hast immer gemerkt, da waren halt nochmal 10% mehr Schärfe in den Pässen. Da war halt nochmal 10% mehr Zug Richtung Tor. Da war ein Koke, der hat sich an Verratti rangebissen. Also man redet ja die ganze Zeit über Ballbesitz, aber was die Spanier auch gegen den Ball geleistet haben, wie sie es geschafft haben, dass die Italiener mit ihrer linken Seite überhaupt nicht zur Entfaltung gekommen sind, das war ja auch aller Ehren wert. Und ich fand aber auch, dass die Italiener sich da wirklich, wirklich gut gewehrt haben, die auch dann nicht angefangen haben, irgendwie zu treten oder zu bolzen, sondern auch immer noch versucht haben, so einzelne Akzente zu setzen, Chiesa ins Spiel zu bringen auf rechts außen. Das fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Und deswegen war es halt ein Spiel auf hohem Niveau, das aber nie, das umkämpft war und nie unfair war, dass viel Ballbesitz hatte von Spanien, aber das war nie sinnloser Ballbesitz, das war immer irgendwie zielgerichtet. Und auch selbst in der Verlängerung haben sich beide das noch sehr, sehr hoch gehalten, das Niveau. Ich fand auch, dass man irgendwann sehen konnte, dass auch die Italiener irgendwie eingestehen mussten, okay, die Spanier sind uns eigentlich überlegen, technisch, genau was du gesagt hast, von der Passschärfe, von der Genauigkeit. Und das war für die Italiener, glaube ich, auch eine neue Situation in diesem Turnier, dass sie gegen den Gegner gespielt haben, von dem sie gemerkt haben, okay, die sind eigentlich besser als wir. Aber sie haben halt total dagegen gehalten und haben gekämpft und sind auch an die Grenzen gegangen. Und es war aber eine neue Erfahrung für diese Mannschaft. So, weil Spanien war die überlegene Mannschaft, muss man einfach so sagen. Und sie mussten dann am Ende ins Elfmeterschießen. Und da war mein Gefühl, dass Chiellini bei der Platz, also bei der Wahl, beim Münzwurf vorm Elfmeterschießen im Prinzip schon das Spiel gewonnen hat. Weil er so selbstbewusst und locker war und da rumgescherzt hat und den italienischen Spieler so in den Arm genommen hat und mit dem Witze gemacht hat und so. Und er war so locker. Das war so ein. Ich glaube nicht, dass das jetzt nur ein reines Mindgame war von Chiellini. Ich glaube schon, dass das irgendwie auch vielleicht so seine Art ist. Aber nee, es gab einen Grund. Es gab einen Grund. Das ist ja dann auch relativ schnell so ein bisschen transportiert worden. Ja. Das ja wohl, wer war da der Spanier? Alba, genau, Jordi Alba. Ja, den Schiedsrichter so ein kleines bisschen hatte versucht zu beeinflussen, dass sie doch von den spanischen und nicht von den italienischen Fans auftreten. Und er ja quasi mit seinem ganzen Grumgedödel die Diskussion inklusive dem versuchten Schwitzkasten und den kleinen Faust ins Gesicht einfach diese Diskussion niedergeprügelt hat. Ja, aber auf welche Art und Weise? Wie geil war das denn? Ja, total geil. Und ich glaube, das ist auch irgendwie pass mal auf, Leute, das ist eine fußballerische Glaubensfrage. Ich glaube, ich liebe solche Typen.
Ich liebe den Ruf von solchen Verteidigern. Diese ganze italienische Verteidigungsgeschichte in der Fußballgeschichte ist ja, was das angeht, legendär, dass die einfach normalerweise zum Lachen in den Keller gehen. Das ist nichts, wo du gegenlaufen möchtest. Du hast keinen Bock, gegen die zu spielen. Der verkörpert das alles, weil er auch noch so ein poppenhässlicher Vogel ist. Und dann aber, wie er offensichtlich bei diesem Spiel, und ich habe noch einen anderen Artikel zugelesen, das Ganze auch drumherum ja überall quasi diese Bühne benutzt hat, um auch so ein bisschen etwas auf sich zu lenken, fand ich absolut beeindruckend. Ich war ein sehr großer Fan nach dem Spiel von ihm. Und das ist ja sowieso interessant. Wir hatten ja mal eine sehr, sehr spannende Sendung damals mit Ralf Gunisch, der damals als Mertesacker erzählt hat, dass er ihm immer schlecht war vor Spielen, der dann ja auch sehr stark über Druck geredet hat, Ralf. Das war ja eine sehr, sehr großartige Sendung, wo Ralf halt auch sehr viel von sich preisgegeben hat. Da hatte ich sehr viel Respekt vor ihm. Mhm. Und das geht ja auch aber auch in diesen Spielen vielen Spielern so, dass die natürlich vor solchen großen Spielen immer erst recht Angst und Schiss haben. Aber da gibt es auf der anderen Seite diese Spieler, die sich da richtig drauf freuen. Und es gibt ja diese berühmte Geschichte von Philipp Lahm, dass er sich auf das Halbfinale gegen Brasilien damals gefreut hat. Und du siehst halt auch richtig, wenn du dir die Bilder heute nochmal anguckst, wie er im Tunnel steht, wie so ein grinsender Junge und einfach du merkst, der hat jetzt richtig Bock, dieses Spiel zu bestreiten. Und Chiellini scheint da genauso zu sein, der ja auch immer vor Spielen feixt und da jetzt auch, der hatte richtig Bock darauf, weil er gewusst hat, ey, so oft mache ich das nicht mehr. So oft habe ich nicht mehr die Chance, in so ein Finale zu kommen. Mhm. Und der auch, aber auch schon auf der anderen Seite genug Erfahrung hat. Er hat ja auch schon Elfmeterschießen verloren, wichtige mit Italien. 2008 gegen Spanien zum Beispiel war, glaube ich, schon dabei. Und 2016 gegen Deutschland. Aber der hatte trotzdem mega Bock darauf. Er hat ja selber auch nicht geschossen. Ehrlicherweise ist das Spiel hier aber auch voll in seine Richtung gerutscht. Und ich denke, das wird ja auch. Also, es wäre jetzt auch mal wieder eine Frage, inwiefern Italien sich vor dem Spiel im Matchplan gedacht hat, okay, wir spielen 120, 90 Minuten lang den Fußball, den wir bisher bei dieser EM gespielt haben und halten damit Spanien in Schacht. Das wird ja nicht gewesen sein. Das heißt, die wussten vorher schon, dass sie wahrscheinlich so gut wie möglich gegenhalten und an irgendeiner Stelle das Spiel wahrscheinlich kippen kann und es dann genau auf ihn ankommt, der auf solche Mentalität ihn jetzt personifiziert für diese Defensiv-Schlachtmentalität der Italiener, die ja vorher nicht ganz so wichtig war. So, insofern war es dann auch dadurch automatisch sein Spiel. Weil man muss ja sagen, Chiellini war schon gegen Belgien überragend. Da fand ich jetzt gar nicht, fand ich gegen Belgien noch überragender als jetzt gegen Spanien. Da ist mir Bonucci eher positiv in Erinnerung geblieben. Aber mein eigentliches Highlight, sind wir schon im Elfmeterschießen, weil mein eigentliches Highlight ist der letzte Elfmeter. Und ich bin fast ein bisschen empört, dass da gar nicht, ich weiß nicht, ob es, aber ich bin hier durchgedreht. Und nicht nur, weil Italien mein Europameisterschaftstipp ist hier in unserer Runde. Das heißt, ich bin noch im Rennen und damit Italien im Finale war. Die Art und Weise, wie du immer in die Augen dieser Schützen guckst und von den 10 Schützen oder 9 Schützen, die wir da gesehen haben, die es gab, du bei 7 so viel Angst in den Augen gesehen hast und dieser Typ dahin geht und so einen Wackler macht, um ihn dann so über die Linie zu schieben, wie du das normalerweise bei diesen, kennt ihr diese Turniere so, wo du dich auf dem großen Fußballplatz in der Sommerpause triffst, so wo Barfuß United und FC Süderbrarup sich zum Turnier treffen und dort im ersten Viertelfinale, wenn die leicht betrunkene Werkself von, keine Ahnung, Otto da mitspielt und die haben einen Ex-Profi mit eingesammelt und der hat mit 4 Bier-Intus, geht zum Elfmeter, weil er gegen Karl-Heinz im Tor so jetzt antritt und an der Stelle macht er den. Dann macht er nämlich den Wackler und schiebt ihn dann so einfach rechts über die Linie. Und das macht dieser Vogel im Halbfinale der Europameisterschaft auf diese Art und Weise nochmal. Ich bin durchgedreht. So wie du negativ von dem Dänemark-Spiel behaftet bist, war das der Moment. Mein Herz, ich kann mich gerade, das ist einer der krassesten Elfmeter in der Geschichte dieses Turniers, an den ich mich zumindest erinnern kann. Genau wie Roberto Baggio 94 in WM-Himmel geschossen und vorbei. Ist das diese Nummer, dass da keiner so drüber redet, ist der absolute Wahnsinn. Und jetzt kommt noch mit der nächste Fakt. Dass ich, weiß ich nicht, mit jemandem darüber, oder haben wir hier, irgendwo habe ich mich nicht darüber unterhalten, dass irgendjemandem aufgefallen ist, dass der spanische Torhüter einfach nicht auf die linke Seite gehüpft ist. Der konnte nur rechts hüpfen. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, wenn das ein Fakt ist, den sie sich vielleicht auch bei Italien überlegt haben, und das der Grund ist, warum man den so geschossen hat, weil er wusste, der hüpft eh nicht nach links, weil der kann nur nach rechts hüpfen. Ach, ich weiß gar nicht, wer das noch ist, welcher Elfmeter das war. Oder was meinst du? Ich weiß nicht, Jorginho. Welche. Ich rede von Jorginho, letzte Elfmeter. Hey, fuck, über die Linie schieben. Ja, ja. Tobi Escher, ist das dein verdammter Ernst?
Entschuldigung, welchen Elfmeter ich noch meinte. Also ich weiß, Elfmeter ich noch geil fand, Entschuldigung, war gerade abgebrochen die Verbindung. Es gab irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war, aber der Torwart ist da halt so trollhaft in die linke Ecke gesprungen und stand, hat es da gestanden und dann ist der angelaufen und hat das Ding einfach in den Winkel gehauen, in den der Torwart stand. Ja. Wer war das? Ich weiß, ich hab's leider schon wieder vergessen. Das war auch ein geiler Elfmeter. Aber Jorginho hast natürlich recht. Ja, das war Bernardeschi war das, glaube ich. Ja. Was für ein Elfer, Alter. Was für ein Elfer. Das erinnert mich an meine guten alten Werder Bremen-Zeiten mit Winden Rufer, der einfach seine ganze Bundesliga-Karriere immer Elfmeter so geschossen hat. Keeper ausgeguckt und dann hat er das Ding so über die Linie rollen lassen. So, ja, das, aber sind, Jorginho, das sind Eier. Jorginho ist ja auch, glaube ich, dafür bekannt, dass er die Elfmeter so schießt. Ne? Also dass dieses Verzögern und der hat wahrscheinlich für ihn selbst, schießt er das wahrscheinlich immer so, keine Ahnung. Aber es ist natürlich auch in so einer Situation dankbarer, wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt treffe, gewinnen wir. Und wenn ich nicht treffe, dann ist nichts verloren. Dann können wir immer noch gewinnen. Das ist natürlich eine viel bessere Ausgangssituation mental, als wenn du weißt, okay, wenn ich jetzt verschieße, ist vorbei. So, dann würdest du vielleicht in so einer Situation das nicht unbedingt machen. Genau, oh, da sind wir nämlich, ich lese gerade ein bisschen Chatnehmer, da sagt einer, Thiagos Elfmeter war noch besser als der von Jorginho. Ich gebe dir recht, der Thiago Elfer war genauso ein krasses Ding. Ja. Aber es ist noch ein kleiner Unterschied, als zweiter Schütze das zu machen, damit du denkst, oh Kacke, oder dritter, was er war, oh Kacke, ja, okay, da ist noch ein bisschen was zu retten. Und das ist der Moment, entweder wir stehen im Finale oder nicht. Und dann, also. Ja, also ich finde beide geil, ne? Versteh mich nicht falsch. Aber ich glaube, die Drucksituation ist höher für Thiago gewesen als in dem Moment für Jorginho. Weil da siehst du eher das Positive. Ich weiß nicht, das ist, du weißt, du bist abgesichert, du bist nicht derjenige, der es verkackt, du bist nicht der Einzige, der verschießt. Das ist immer, glaube ich, psychologisch wichtig. Man will ja nicht, dass sich alles auf einen fokussiert. Man will nicht der Einzige sein, der verschießt. Man will nicht Gareth Southgate sein. Und in dem Moment, wo schon zwei, drei verschossen haben, glaube ich, hilft es einem ein Stück weit irgendwie, weil man ist schon nicht mehr der Einzige. Und wenn du dann auch noch der Fünfte bist und weißt, wenn ich treffe, das ist, glaube ich, ich glaube, ich würde lieber so einen Elfmeter schießen, als den Thiago geschossen hat. So. Aber du hättest niemals im Leben diesen entscheidenden Elfmeter so über die Linie geschoben. Du weißt ja gar nicht, wie ich in meiner aktiven Karriere bei der Jörg Gern auf Bildling Elfmeter geschossen habe. Ja, aber ich bin mit, so wie ich dich kenne, wärst du der Typ gewesen, der versucht hätte, wie Jordi, wie Olmo das Ding einfach links oben in den Winkel zu ballern, damit der Schiedsrichter auch ja, der Keeper auch ja nicht rankommt. Und der Schiedsrichter ja nicht rankommt. Ja, auf jeden Fall hat am Ende Italien das Ding gemacht. Spanien hat ja auch gegen die Schweiz schon nicht überragend Elfmeter geschossen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das haben die auch nicht vergessen. So, sie haben eigentlich nur gewonnen, weil die Schweiz noch schlechter geschossen hat und weil natürlich Unai Simon gut pariert hat gegen die Schweiz. Aber das ist ja vielleicht auch was im Hinterkopf bleibt. Und somit sind es die Italiener, die es ins Finale geschafft haben. Und jetzt lasst uns noch mal die verbleibende Zeit darüber sprechen, was wir von diesem Finale denn jetzt erwarten. Also die Italiener, wie gesagt, mit dem ersten richtigen Prüfstein, die haben jetzt einen Gegner rausgekegelt, der eigentlich besser war und wo sie wahrscheinlich selbst gemerkt haben, dass der besser war als wir. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Spanien in der Form aus dem Italien-Spiel auch großer Favorit gegen England gewesen wäre. Jetzt ist es Italien. Wie ist die Ausgangssituation? Also mal unabhängig von, ja, ich bin jetzt für Italien, weil ich mich emotional darauf festgelegt habe, so was glaubt ihr so rein nüchtern? Wer hat die besseren Karten? Wer geht da als Favorit ins Spiel? Rein nüchtern betrachtet trifft auf mich das beste Ballbesitzteam auf das stabilste Defensivteam. Also die Italiener haben ja überzeugt, vor allen Dingen mit ihrer neuen italienischen Art, mit dem Spiel nach vorne, dass sie ein sehr genaues System haben, dass sie sehr genau wissen, wir wollen über die linke Seite angreifen und dann das Spiel verlagern. Und die Engländer haben sehr überzeugt, weil sie es immer geschafft haben, stabil zu stehen und so ein Spiel komplett neutral zu gestalten, im besten Falle. Also dass es halt keine Action auf beiden Seiten gab. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Dynamik auch im Finale zu erkennen ist, dass die Engländer eher gucken, okay, wir wollen nicht, dass die Italiener auf ihre linke Seite kommen. Die Italiener versuchen es trotzdem und kriegen dann irgendwann Übergewicht, auch im Ballbesitz. Und dann ist das klassische, wer zuerst wackelt. Weil man muss auch mal ganz deutlich festhalten, die Engländer haben in diesem Turnier ein Gegentor kassiert und noch gar kein einziges aus dem Spiel heraus. Also das war nur ein Freistoßtor. Und auch die Italiener haben erst ein einziges Tor aus dem Spiel heraus kassiert. Sonst nur Standardgegentore. Und das ist schon heftig. Da treffen zwei wirklich gute Defensivreihen aufeinander. Also ich erwarte kein Torspektakel. Vermutlich nicht.
Aber wenn ein frühes Tor fällt, kann auch sich sowas relativ schnell ändern, weil ich erinnere an die Prognose eines großartigen, von mir sehr respektierten Fachmannes, der vor dem Turnier gesagt hat, es werden nicht viele Tore fallen. Und dann wurde er auch eines Besseren belehrt. Das habe ich gesagt? Ja. Ja, das war. Ja. Wobei wir jetzt auch keinen neuen Torrekord haben, muss man ja auch nicht sagen. Aber manchen Prognosen, ich neige dazu, bei solchen Prognosen immer sehr konservativ zu sein, weil wir ja, die letzten Turniere, muss man ja schon sagen, waren immer relativ langweilige Angelegenheiten mit relativ konservativen Herangehensweisen. Da ist dieses Turnier eine schöne Ausnahme. Aber um mal so ein richtig spektakuläres, umkämpftes 3-2-Finale zu finden, muss man schon in der Fußballgeschichte sehr weit zurückgehen. Aber braucht auch kein Mensch. Also ja, nee, ich korrigiere. Okay. Doch, klar, ist natürlich auch schön, wenn ganz viele Tore fallen und sowas alles. Aber dieses Spanien-Italien-Spiel war so krass. So, und das wäre auch mit dem 1-0 am Ende krass geblieben. So, ja, klar. So, nach 90 Minuten. Ja, ja, aber ich erinnere daran, als Portugal-Frankreich vor 5 Jahren war ja furchtbar langweilig. Und da habe ich das auch irgendwie auf Twitter geschrieben. Da hat einer mich zu Recht angemeckert, dass diese Finals ja auch nicht für die Fans in aller Welt jetzt sind, sondern die leben ja von der Spannung und von der Frage, wer gewinnt das Ding. Und die sind ja vor allen Dingen super spannend für jeden, der halt in irgendeiner Form mit einer Mannschaft mitfiebert. Also Italien und England, die Engländer, die werden sich auch, wenn die beiden sich nur die Bälle zuschieben, die werden mit Nägel kauend vor dem Fernseher sitzen. Ja, natürlich. Wir erinnern uns an 2014. Das ging zwar 0-0 aus, aber das war also bis zur 100, wann war das, 13. Minute oder so? Ne, als Götze das Tor gemacht hat, aber bis dahin war auch dieses 0-0 kaum auszuhalten an Spannung, weil natürlich eben jeder Fehler auch sozusagen das Ende einläuten kann, gerade wenn das so defensiv starke Mannschaften sind. Dann lass uns mal noch zu den Tipps kommen. Nico, was glaubst du denn, wie geht das Spiel aus? Italien gewinnt im Elfmeterschießen. Das ist ein interessanter Tipp. Das hat diesmal hat ja noch keine Mannschaft zweimal das Elfmeterschießen gewonnen. Sondern die Schweiz hat ja Frankreich besiegt im Elfmeterschießen, dann hat die Schweiz das Elfmeterschießen gegen Spanien verloren, dann hat Spanien das Elfmeterschießen gegen Italien verloren. Jetzt müsste eigentlich dann Italien das Elfmeterschießen gegen England verlieren. Wird nicht passieren. Was sagst du denn? Ich hoffe auf einen Italien-Sieg, weil die mir einfach so gefallen haben. Ich kann mir aber auch, also meine sachliche Seite stellt sich so 0-1, 0-2 Erfolg für England vor. Aber trotzdem tippe ich 2-1 für Italien, einfach weil mein Herz heute mal entscheiden darf. Wow. Aber warum glaubst du denn, dass England so gewinnen wird? Ist ja bewusst, was für ein, dass Tobi Escher gerade einen emotionalen Moment mit uns teilt. Ist ja, ich weiß, das ist Wahnsinn. Das ist wie, als wenn du so ein, als wenn der Mars Rover auf einmal auf so eine kleine Pflanze trifft. Also, what? Das ist zwar nur eine Pflanze, aber es ist der fucking Mars. Liegt das daran, weil wir in so einer kleinen, kuscheligen Runde heute unterwegs sind? Ja. Tobi. Ja, das ist das, ich geknackt. Nein, nochmal kurz. Ich fühle mich richtig, fühle mich näher gerade. Ich fühle mich schon sehr unwohl. Ich will zurück zur sachlichen Ebene. Und die sachliche Ebene sagt mir, wenn du die K.O.-Runde dir anguckst, hatten die Italiener teilweise schon Probleme, wenn der Gegner mit einem guten Matchplan kam, wenn Verratti aus dem Spiel genommen wurde. Jetzt hat Spinazzola ja auch gefehlt. Das hat man deutlich gemerkt gegen Spanien. Der wird auch gegen England logischerweise fehlen mit seinem Achillessehnenriss. Entsprechend kann, die Engländer sind ja taktisch, defensiv-taktisch zumindest, richtig auf Zack. Die werden da sich irgendwas ausdenken, damit Verratti und die halblinke und linke Seite von Italien nicht zur Entfaltung kommt. Und dann wird Sterling auf der anderen Seite Di Lorenzo beschäftigen. Ja, ich glaube, es wird geht in die Verlängerung und dann geht es auch ins Elfmeterschießen. Das ist mein Gefühl. Und im Elfmeterschießen, ey, da kann ja alles passieren. So. Entweder Ja, das ist ja so. Also das kann ja kein Mensch erzählen. Er kann dir vorher sagen, wie das Elfmeterschießen ausgeht. Weil die Engländer habe ich nicht im Elfmeterschießen gesehen. Harry Kane hat seinen Elfmeter verschossen. Ich weiß nicht, welche Rolle die Kulisse spielt. Ich weiß gerade nicht, ob das die jungen Engländer eher motivieren wird, zu sagen, egal, wir holen das Ding, oder ob sie da die Büchs voll haben. Und die Italiener sind schon abgezockt. Die wirken auf mich irgendwie, ja, wirklich abgezockt. Und haben mit Donnarumma auch einen 2-Meter-Mann da im Tor. Ist vielleicht auch nochmal eine andere Situation, wenn du auf einen 2-Meter-Mann einen Elfmeter schießt, der so viel einfach abdeckt mit seinen langen Pranken. Und Pickford ist jetzt in meinen Augen jetzt kein Weltklasse-Tor. Er hat nicht schlecht gehalten, hat erst ein Gegentor bekommen. Aber gut, ich weiß nicht, wie ein Elfmeter zu halten ist auch was anderes als das komplette Torwartspiel. Man kann das auch nicht dann, das sind einfach spezielle Inselbegabungen, glaube ich, auch für ein Torwart, ob du gut bist im Elfmeterschießen oder nicht. Ich glaube, es geht auf jeden Fall ins Elfmeterschießen und dann sage ich, Italien gewinnt, weil ich das gern will.
Gut, dann das heißt, wir haben den gleichen Tipp, Nico. Sehr gut. Sehr gut. Also, das war unser vorletztes Bundesliga-EM-Studio am Montag um 19 Uhr. Sehen wir uns dann zur letzten Sendung. Da werden wir natürlich noch mal das finale Revue passieren, aber auch das gesamte Turnier. Wenn die Zeit es erlaubt, schauen wir auch noch mal auf die deutsche Nationalmannschaft, wagen Prognosen, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln wird. Jetzt entwickelt sich unsere Sendung in eine, unser Sender in eine schöne Richtung, denn wir haben jetzt direkt Zugzwang für euch. Da Etienne krank ist, werde ich ihn wenig adäquat, aber sehr bemüht ersetzen und mich gleich mit Jan zusammen hinsetzen und gemeinsam Schach schauen. Da gibt es unter anderem das Viertelfinale Stefan Tietze, der Titelverteidiger, gegen Gunnar Krupp. Ich glaube, das wird ein richtig spannendes Spiel. Und ich habe in meinem Leben 2 Partien Schach gespielt. Ich bin auf jeden Fall ausgewiesener Experte. Und danach um 19 Uhr haben wir Camera Olympics, Runde 4. Das wird auch toll. Und dann noch um 20 Uhr eine Folge Kino Plus. What? Folge 350. Wie geil ist das denn? Und heute Abend um 21:15 Gregor auch noch live Monster Hunter Stories 2. Also ist das ein geiler Abend oder was? Unglaublich geiler Abend. Vielen lieben Dank, Nico, vielen lieben Dank, Tobi, euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen und einen wunderschönen Tag auf Rocket Beans TV. Bis gleich, tschüss.